das vorletzte Match auf der Matchcard. Punkrock Z erneut gegen Bret the Hitman Hart. Mal gucken, ob Bret Hart diesmal gewinnen kann. Bisher sieht es ja immer noch positiver aus für Z. Und das nächste Pay-Per-View ist ja auch Over the Limit, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir sind in der ersten Ausgabe nach Extreme Rules. Da kommen noch, je nach noch drei Stück und wer weiß, was bis dahin wieder alles passiert. Und wir haben ja auch noch NXT und SmackDown, wo ja immer noch dieser Kleinkrieg zwischen AJ Styles und Seth Rollins besteht. Bruder hat einfach das Knie hochgezogen, das ist aber nicht die feine englische Art. Aber ich glaube, das ist Seth sowas von Schnurzpiepe, der will einfach nur gewinnen. Aber auch ein Bret Hart muss erstmal besiegt werden. Und sein Bruder natürlich jetzt frisch gebackener X-Division Champion. Und Bret Hart will da natürlich nachlegen und auch mal Gold um seine Hüften schnallen. Ist im LP ja noch nie Champion gewesen. Hatte zwar schon mal die Chance gegen Youngblood, aber hat sie nicht wirklich genutzt. Aber immerhin, er hat den King of the Ring gewonnen. Und das ist ja auch schon immerhin mal was. Das ist sogar was sehr Gutes, wenn man mal so überlegt. Ja, schöner Konter. Bret hat doch einfach nur so angezeigt, so nein, nicht mit mir. Und Seth nur, oh ja, doch gerade mit dir. Ja, Schlag in den Rücken vom Hitman. Aber Seth lässt sich hier nicht ins Boxhorn jagen, verdreht dann den Arm, bekommt aber einen Konter ab. Schöner Shoulderblock. Ja, das tut weh im Kugelgelenk. In der Rotatorenmanschette. Ein schöner Legdrop. Youngblood und Hulk Hogan könnten ihn nicht besser zeigen. Und Whip-In von Z. Was sehen wir? Nichts sehen wir. Wir sehen einen Konter vom Hitman. Aber Z taucht unter ihm her und zeigt einen German Suplex. Die Aktion des heutigen Abend definitiv German Suplexen. Und Clotheslines. Und alles. Weil alles Wrestling-Manöver sind. Clothesline vom Hitman. Ja, schöner Russian Leg Sweep. Von Z, der jetzt wieder momentan ein bisschen Oberwasser hat. Ja, kaum war es gesagt, ist es auch schon wieder passiert. Der Dropkick vom Hitman ging voll ins Leere. Aber Bret Hart, der kämpft sich immer wieder zurück. Der ist verbissen, der will was erreichen in dieser Season, in der vierten Staffel des Universe. Ist auch klar, er will Champion sein. Ihm ist, glaube ich, auch egal, was für Champion. Hauptsache auch Gold, genau wie sein Bruder. Gut, er hat zwar eine Krone und einen Umhang, aber der ist ja, der wird dieses Jahr wieder neu ausgefochten. Genauso wie Money in the Bank, da als Scorpio ja gefeuert wurde. Bisher war es ja immer so, der Money in the Bank Gewinner war immer von SmackDown und immer hat Scorpio dadurch den Titel verloren. Da Scorpio aber jetzt gefeuert ist, wird das wohl nicht mehr der Fall sein. Also da bin ich mal dieses Jahr gespannt, was in dieser Season da auf uns zukommen wird. Wer weiß, vielleicht wird es ja ein Seth oder ein Bret Hart oder ein Nemesis oder ein Dragon Warrior. Also Dragon Soldier, wie er inzwischen heißt. Oder ein scheißegal Butterfly Suplex. Oder ein Curtis Axel oder ein Hayabusa oder ein Dragon Kid. Oder ein Magnus oder. Nein, Bret Hart kommt aus dem Kuvert nochmal raus. Aber Seth, der zeigt hier richtig, was Sache ist. Ja, Seth ist auch so ein Typ, der irgendwie
harte Aktion zeigt, irgendwie für die Midcard schon wieder zu over ist, aber für die Endcard, also für die Main-Eventler, es aber nicht so reicht. Also er ist so ein Zwischenkandidat. Ja, der Hitman draußen knallt Zed einfach mal eine, so hier, du Arsch, du. Harter Whip in die Ringecke. Da federt Zed richtig zurück. Und Sharpshooter. Sharpshooter in der Mitte des Rings. Wird Zed tappen? Oder kommt er nochmal raus? Der Ref steht natürlich genau vor den Ringseilen. Und Zed denkt sich wahrscheinlich auch nur, du dumme Nuss, du. Ah, Bret Hart hat aber gelöst. Hat wahrscheinlich gedacht, nee, wir sind schon zu nah an den Ringseilen, das bringt nichts. Ja, nach dem Tilbert Slam, Backbreaker versucht das einfach mal mit dem Cover. Aber Zed wird nicht aufgeben. Er ist verbissen. Aber Bret Hart auch mit harten Aktionen jetzt, mit harten Whip-Ins, dann dem Knie ins Gesicht. Das sind harte Aktionen, die man normalerweise gar nicht vom Hitman so kennt. Aber gegen Zed muss man so agieren und auch gegen ihn arbeiten. Genau, nochmal mit dem Heini ins Gesicht. Und wieder einmal kommt Zed raus. Schöne Clothesline. Ja, da hebt er ihn hoch. Zed antwortet mit dem Augenkratzer. Okay, der Ellbogen ging aber voll auf die Matte. Ich elbowe die Matte. Ja, apropos Matte, das Gesicht darf auch mal die Matte knutschen. Ah, da kommt der Hitman aber raus. Also ganz ehrlich, dieses Match hat hier so ein bisschen Main-Event-Charakter. Ein Roller, reicht das? Nein, reicht nicht. Und was macht Zed? Der rollt jetzt Bret Hart ein. Und das bringt den Sieg. Ich glaub's ja nicht. Zed gewinnt jetzt ganz ehrlich durch Luck. Bret Hart wird immer stärker gegen Zed. Und Zed hat immer mehr einfach nur noch Glück. Oh, da ist Seth Rollins. Und mit einem unsichtbaren Titel verprügelt er Zed. Und er hebt den unsichtbaren Titel. Okay, Seth Rollins gegen Zed. Was hat die beiden da gefressen? Keine Ahnung, ich brauche mal einen Notizzettel. Ich muss mir das mal aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder, dass die beiden jetzt nicht angegriffen haben, weil daraus kann man ja wieder Sachen für eine Fehde machen. Egal, wir kommen jetzt zum Main Event of the Evening.